Hallo du. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Ja, was kann ich euch erlernen? Nee, kann man bei ihr nicht lernen. Okay. Kann man das bei dem... Kann man es bei den Pereinigeweihten erlernen? Kann man bei dir irgendwas erlernen? Leute, ich weiß es nicht. Fällt mir gerade gar nicht ein. Ich weiß auch gerade nichts, ob man bei dem was erlernen konnte. Doch schon, oder? Ach, ich sag euch, mein Gedächtnis in letzter Zeit. Meine Oma war auch so vergesslich, aber da war sie Mitte 80. Was kann ich für euch tun? Ja, sowieso. So, Windbrand begonnen. Ich wurde gesund gebetet. Was kann ich für euch tun? Und... ja, super. Ein Dukaten. Na gut, haben wir gerade noch. Zwei Steigerungspunkte haben wir auch noch. Super. Was natürlich immer beim Hauptcharakter, je nachdem, was der macht, kann es natürlich sein, wie jetzt bei ihm hier, dass das mit den Steigerungspunkten ein bisschen knapp wird mit der Zeit. Er hat jetzt echt ziemlich viel. Also er hat jetzt mindestens zwei Handwerke, glaube ich. Also Bogenbau und Alchemie. Okay, denn die Gesellschaft kann man zum Glück komplett rauslassen, aber dann hat er körperliche Talente, die man steigern muss, Kampftalente, die man steigern muss, sonst kann man die gar nicht mehr brauchen. Dann hat er die ganzen Naturtalente, immerhin hat er die schon einigermaßen hoch. Es ist... die Wissenstalente, okay, aber dazu gehört dann eben auch sowas wie Heilkunde. Also es ist schon nicht wenig, wenn ich das mal sagen darf. Also bei ihm ist man dann zumindest beschäftigt. Bei Rulana ist es halt einfach. Ne? Bei ihr haut man einfach die ganze Zeit auf. Steigert man vielleicht mehr Körperkraft und sonst haut man... oh, da ist noch ein Mensch drauf. Und sonst haut man eben Körperkraft hoch und auf das Waffentalent und dann ist man eigentlich fertig. Oh, warum? Okay, 18,20, machst du nichts dran. Die anderen sind, glaube ich, Wirsel, okay. Richtig, genau, da ist ja noch ein Schmied, den hatte ich ganz vergessen. Der hat eigentlich auch ganz interessante Sachen. Da ist noch ein Händler, aber die sind, glaube ich, das? Teuer. Also das ist zum Beispiel, wenn man jemanden hat wie ein, jetzt ein Schmied oder sowas. Werde ich ihm aber nicht beibringen. Seht ihr noch warum? Überraschung, Überraschung, wir kriegen nachher einen Charakter, wir kriegen einen für fast jede Fertigkeit oder für jedes Skills hat eigentlich einen Charakter. Von dem her. Was gibt es? Was hast du denn so? Ja, bei dir habe ich mich immer ein bisschen eingedeckt. Ich erinnere mich. Tellerhelm ist nicht schlecht. Da ich gerade schon bei. Die Waffen sind ein bisschen ungeil. Also die braucht man eigentlich nicht. Lederhandschuhe. Hier kann man mal gucken, wie viel die... nicht für diese Rassen. Wie viel die machen. Aber im Moment ist eins relativ normal. Der wattierte Waffenrock würde, glaube ich, mir aber gefallen. Vor allem, wenn ich mir den angucke, so zum Beispiel für ihn, der hier irgendwie nur auf alles eins hat. Wie sieht es bei Rolana aus? 2211, ist genau das gleiche. Nehme ich sowieso mit, kann man immer mal brauchen. Und sonst hauen wir eben Falschen ganz hoch und dann... ich kann dann noch die Dings eintauschen. Halt! Im Namen des Grafen! Oh. Niemand darf ohne Passierschein die Brücke nach Ferdok überqueren. Ganz ehrlich, ich habe eine viel tiefere Stimme erwartet. Ich hatte die auch ganz anders im Kopf. Ich dachte, die hätte so eine Brummelstimme. Was ist das denn auf einmal? Ich habe einige Abzeichen der Räuberbande bei mir und möchte die Kopfgeldprämie dafür. Sicher, hier dein Geld. Das war einfach. Wie viel haben wir jetzt? Na, wieder 6, immerhin. Den hier muss ich euch noch schnell zeigen, bevor wir gehen. Also wir sind jetzt tatsächlich fast aus Avestroy draußen. Wir müssen nur noch durch dieses Tor und uns auf den Weg machen. Ja, ist ja gut. Mein Gott, danke für den Kommentar. Das war total unnütz. Aber den hier muss ich euch unbedingt noch zeigen. Ah, ihr wollt eine gepflegte Plauderei bei einem guten Humpen Helm Ferdocker führen. Jetzt wäre ein gutes Bier und ein wenig Gesellschaft nicht zu verachten. Euer Wort in Travias Ohr und zum Wohl. Sagt, was haltet ihr vom Ferdocker Bier? Hat es seinen legendären Ruf verdient?
Oh ja, bei den alten Drachen. Dies ist das beste Gebräu im ganzen Reich. Was sage ich, in ganz Aventurien. Und ich kenne viele Gebräue. Kommt, nehmt noch ein Stück. Prost, Parsalon. Ihr tragt übrigens einen ungewöhnlichen Helm. Nur kein Neid, vielleicht werdet auch ihr eines Tages eine solche Trophäe euer eigen nennen. Diese großen Schwingen. Ist das ein Flügelhelm der Torvaler Piraten? So ist es bei Rondra, der Helm eines wahren Helden. Mit ihm kann man mächtigen Gegnern entgegentreten. Selbst der gewaltige Drache Umbrakor würde bei seinem Anblick schlottern. Wollt ihr wissen, wie ich ihn errang? Es dauert jetzt ein bisschen mit der Geschichte, aber sie ist ziemlich geil. Also er ist eigentlich so eine Art Münchhausen. Erzählt! Es war vor vielleicht 15 Jahren. Wie immer bei Heldentaten beginnt die Geschichte in einer Taverne, dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, gelegen am Greifenpass. Ich rastete dort mit Gefährten, um tags darauf weiter über den Greifenpass in den Kosch zu reisen. Plötzlich flog die Tür auf, Eis und Schnee wehten herein. Und wer betrat das Wirtshaus? Vielleicht ein Ork? Ihr irrt! Nicht weniger als 7 kraftstrotzende Torwaler bestraten das Gasthaus, angeführt vom hünenhaften Hetman Higgelig, die ihrem größten Helden, dem Seeschlangentöter und Plünderer von Drohl, auf seinem Kopf trug er diesen Helm. Hetman Higgelig? Ist er nicht seit 100 Jahren tot? Einen großen Heroen wie ihn und mich hält auch der Tod nicht auf. Higgelig war stark wie 10 Bären, groß wie ein Baumstamm und trug mehr Narben im Gesicht als alle Ork-Kriegsveteranen zusammen. Wisst ihr, wozu er seine berühmte Schicksalsklinge, das meisterhafte Zyklopenschwert, in Wahrheit verwendete? Als was denn? Sag schon. Als Zahnstocher. So ausufernd war sein Gebiss. Higgelig und seine Torwaler begannen bald, sich über das Verdocker Bier zu mokieren und Krüge an die Wand zu schleudern. Das konnte ich nicht auf mir und meine bevorzugten Bier sitzen lassen. Schon hatte ich einen handfesten Streit mit Higgelig und wir traten zum Duell vor die Türe. Higgelig war rasend und stürzte sich auf mich. In jeder Hand 2 Äxte. In jeder Hand? Wie konnte er denn damit kämpfen? Bevor ich mich das fragen konnte, prasselten schon die Schläge der 4 Äxte auf mich ein. Bam, 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 bam. Dann stieß ich selbst, verdrängte ihn zurück und schlug ihm laut lachend den Helm vom Schädel. Ha! Und so habt ihr ihn besiegt und den Helm erhalten. So ist es. Seitdem zieht er mein edles Haupt, schützt mich in Kämpfen und lässt die Frauen in die Knie gehen. Higgelig und seine Torwaler mussten daraufhin zweistimmig die Hymne O Ferdux Bier, dich lob ich mir anstimmen. So war es abgemacht. Und ich trank mit dem Hetman alleine 8 Fässer aus. Bei allem, was recht ist, ich denke, ihr übertreibt etwas, Barzalon. Ah, ihr zweifelt noch wegen der 4 Speere, die Higgelig trug. Ihr wisst einfach nicht, welche Wunder Aventurien bietet und welche ihr vielleicht selbst sehen werdet. Speere? Eben sprach ihr doch von 2 Äxten in jeder Hand. Barzalon, ihr seid ein Aufschneider und eure Geschichte ist nur eine Handvoll Lügen. Lügen? Ich bitte euch, als ob ein Held meines Formats so etwas nötig hätte. Wenn ihr meine Erzählungen wirklich für unwahr halten würdet, hättet ihr dann so lange gelauscht? Na schön, Barzalon, wie dem auch sei. Auf euch und danken wir der guten Göttin Peraine, dass sie uns dieses helle Pferdocker geschenkt hat, um bei einem guten Schluck gute Geschichten zu hören. Sicher, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. So, wir haben jetzt immerhin jeder 15 Punkte gekriegt von diesem absoluten Seemannsgarn. Higgelig. Okay. Was denn nun schon wieder? Ich will nur durch. Ich kann zwei Bürgen benennen. So, dann lass mal hören, wer sich in Avestreu für dich ausgesprochen hat. Zum einen schöne Grüße von Salina, der Gauklerkönigin. Sie setzt gern ihr Wort für mich ein. Und dann kann ich euch noch eine schriftliche Bürgschaft des Erzmagiers Rakoria Muntagonus zeigen. Jetzt ist das U da, nicht das I. Tatsächlich, ein gesiegelter Brief des ehrenwerten Rakorium. Aber das mit Salina hast du dir doch ausgedacht, sprich. Die Gauklerkönigin ist euch keine Unbekannte, nicht wahr? Erinnert ihr euch an den ersten Breiostag im letzten Jahr? Schon gut. Verschone mich mit dieser Geschichte. Salina würde dir so etwas Vertrauliches nicht so leichtfertig erzählen. Ich stelle dir einen Passierschein aus. Wunderbar, ich kann den Atem der großen Stadt schon riechen. Hier dein Passierschein. Heb ihn gut auf, du wirst ihn sicher bis Ferdak brauchen. Gute Reise, Semoram, Sohn des Auram. Bereich Avestreu wurde geschlossen. So, der Mann geht hier von der Brücke weg. Der Tankwart. So, das heißt, wir sagen auf Wiedersehen zum schönen Städtchen, Dörfchen Avestreu. Wir haben dort fast alles. Mir ist gerade noch was eingefallen, was wir nicht erledigt haben, aber ist mir jetzt egal. Das ist nur was winzig Kleines. Und wir sagen Tschüss zum schönen Städtchen Avestreu und freuen uns auf die große Stadt. Und da kommen wir das nächste Mal hin. Ich freue mich super drauf und ich freue mich mega drauf, euch das zu zeigen. Ich liebe Ferdok. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.